Herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar haben wir ein super neues Produkt, was echt spannend ist und was wir jetzt die Möglichkeit kriegen, mal ein bisschen genauer zu beleuchten, ein paar Hintergrundfragen zu stellen. Ich finde es ja revolutionär vielleicht schon fast. Ich glaube, es wird vielleicht umstritten sein auf dem deutschen Markt, weil es mit Sicherheit ein paar Gruppen gibt, die sich in Sachen Datenschutz da und Informationsfluss vielleicht ein bisschen eingeschränkt fühlen. Aber ich will nicht lange groß rumreden. Ich habe heute, wie gesagt, den Herrn Dr. Michael Kasch, auch wenn er nicht auf seinen Titel besteht, aber er hat ihn ja nun mal. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du dich kurz mit zwei Sätzen vorstellen, dann würde ich mal direkt gleich dann starten mit eurem Produkt. Ja, danke, Christian. Freue mich hier zu sein. Michael Kasch, mein Name. Bin Gründer und Geschäftsführer von Scopa-T. Und ja, freue mich heute das Modell bei dir hier auch deinen Hörern vorzustellen. Ja, sehr gerne. Also ich bin darauf gestoßen. Ich glaube, ihr seid recht neu auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, ich habe es aus der Haufe oder Immobilienzeitung, habe ich es mal aufgeschnappt. Habe mir direkt die Seite besucht, weil ich bin natürlich immer interessiert, was gibt es Neues, was gibt es für neue Tendenzen, Trends, was gibt es für neue Tools. Und das Erste, was mich ja erschlägt, ist ja auf der Startseite, genau wie bei dem Hintergrund, man sieht sofort eine Karte und dann sind Fähnchen dran und da stehen Preise drauf. Und habe ich gedacht, was ist das Ding genau? Habe ich mir einfach mal angeschaut und im Prinzip kann ich mir jetzt ungefähre Kaufpreise für bestimmte Objekte adressgenau raussuchen. Genau, richtig. Also wir haben der Aufsatzpunkt ist, dass wir ja im Immobilienmarkt, und du kennst das mindestens so gut wie ich, so das Thema haben, dass es einfach sehr intransparent ist. Ja, also es gibt in Deutschland ungefähr 700.000 Transaktionen im Jahr, weil man davon ausgeht, dass jede Immobilie ungefähr ein halbes Jahr sozusagen irgendwo gelistet ist, dann sind wir bei 350.000 Immobilien zu einem Zeitpunkt im Jahr. So, wenn wir das vergleichen mit allen Wohnimmobilien in Deutschland, dann ergibt sich dieses 1% ungefähr, ja, über den Daumen. Das heißt, 1% aller Immobilien stehen zu einem Zeitpunkt zum Verkauf, und zu diesem 1% gibt es öffentlich verfügbar Informationen, auch über, ja, den Wert, den Angebotspreis etc. So, das heißt aber gleichzeitig, ja, 99% sind im Dunkel. Und diese 99%, die im Dunkel sind, klar, die sind der Grund dafür, dass der Markt insgesamt sehr, sehr intransparent ist und schwer zugänglich. Und das genau ist jetzt der Aufsatzpunkt, an dem wir ansetzen und sagen, wir, ja, drehen es um, und machen eben auch diese 99% mit zugänglich und bieten transparent auf einer Karte initiale Schätzwerte zu aktuell über 35 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland. Okay, also heißt Wohnimmobilien primär, habt ihr auf jeden Fall Ja, einen Fokus ist drauf? richtig. Gewerbe ist auch ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Gewerbe hast ja viele Auflagen, es gibt ja bestimmte Behördenzulassungen oder halt nicht. Das ist ja okay, das ist komplex, ne? Okay, Genau, also Wohnbau. da sind wir im Aufbau, haben jetzt mit Wohnimmobilien angefangen. Wie gesagt, da sind weitere Ausbaustufen auf jeden Fall denkbar. Aktuell klarer Fokus auf Wohnimmobilien. Das heißt, jetzt kann ich hingehen und ich kann jetzt meine Immobilie von meinem Kumpel, von meinem Nachbarn einfach bei euch googeln oder halt die Adresse halt anfliegen und dann kriege ich halt einen ungefähren Schätzwert. Das Also heißt, wer, genau richtig, ja, also ich kann als Eigentümer unter meiner Eingabe meiner Adresse meine Immobilie finden. Ich sehe direkt einen initialen Schätzwert als Spanne ausgewiesen auf der Karte. Ich sehe auch die Immobilien der Nachbarschaft, sozusagen kriege gleich ein Gefühl, auch wie meine Immobilie im Vergleich zur Nachbarschaft eingewertet ist, und habe dann die Möglichkeit als Eigentümer meine Immobilie, wir nennen das sozusagen, in Besitz zu nehmen auf Scopa-T. Und dann auch weitere Daten zur Immobilie einzugeben über Zustand und Ausstattung etc., um dann einen genaueren Schätzwert zu meiner Immobilie zu erhalten. So, das ist der Teil, der algorithmusbasiert funktioniert. So, und danach kommt eigentlich dann der Na Marktplatzgedanke ins Spiel, weil ich danach die Möglichkeit habe, als Eigentümer auch auf diesem Marktplatz zu signalisieren, dass ich Interesse habe zu erfahren, was potenzielle Kaufinteressenten bereit wären, für meine Immobilie zu bezahlen. Also wirklich, ja, die Marktattraktivität meiner Immobilie zu testen. So, und diese Möglichkeit, ja, bietet dann der Kaufinteressentenseite sozusagen die Möglichkeit, mit Eigentümern in Kontakt zu treten, bevor
der Verkaufsprozess offiziell startet und eben proaktiv zu suchen, am Ende in fast allen Wohnimmobilien in Deutschland Kaufinteresse zu hinterlegen und Eigentümer proaktiv zu kontaktieren und auf ein Kaufinteresse aufmerksam zu machen. Okay, verstehe. Aber jetzt mal kurz einmal zurück. Du sagst ja, ihr habt Schätzwerte auf dem Algorithmus basiert. Das heißt also, ihr sagt jetzt, das Objekt, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade zum Beispiel bin oder die Nachbarstraße, hat irgendwelche historischen Werte, auf der ihr ableitet. Das ist so ungefähr der Von-Bis-Bereich. Das heißt, wahrscheinlich redet ihr runter auf Quadratmeterpreis und das ist dann hochgerechnet. Also wir haben ein mathematisches Modell, Algorithmus, ja, den wir trainieren auf Angebots- und Transaktionspreisen. Und den wir jetzt füttern mit initialen Parametern zu den Immobilien, Wohnfläche, Grundstücksfläche und Baujahr, die wir für alle Immobilien auch geschätzt haben. So, und daraus ergibt sich ein erster initialer Wert, den wir als Spanne auf der Karte anzeigen. Ah, okay, verstehe. Ja. Das Ganze deutschlandweit oder ist das auch noch darüber hinaus? Aktuell ist es deutschlandweit. Mhm. Wir sind jetzt seit im letzten November sind wir deutschlandweit jetzt live gegangen. Hatten ein Jahr vorher eine intensive Testphase in den 5 größten deutschen Städten und der Metropolregion Nürnberg. Und seit November sind wir deutschlandweit verfügbar. So, das ist aktuell der Fokus. Aber klar ist auch, dass es in anderen europäischen Ländern ein vergleichbares Angebot bisher nicht gibt. Ja, okay, nee, das wäre mir auch ziemlich neu. Also habe ich zumindest auch nicht mitgekriegt, das ist, glaube ich auch, das ist ziemlich neu, das Ding. Oder das Konzept ist an für sich, zumindest bisher nicht bekannt. Das glaube ich auch, habt ihr das Rad da erstmal neu erfunden, absolut, ja, das stimmt. Okay, das heißt, ihr habt jetzt ganz Deutschland erfasst, ich kann jetzt da meine Immobilie raussuchen oder auch eine, die mich vielleicht interessiert und kann da dementsprechend sehen, was ist so der Pi mal Daumen wert. Ne? Das ist so erstmal einen dicken Daumen rüber und kann dann im Detail hingehen und sagen, okay, wenn das meine Immobilie ist, kann ich sagen, ich melde mich bei euch an, sage, das ist meine und die hat noch diese Ausstellungsmerkmale, die hat einen Balkon, die hat, keine Ahnung, eine Heizungsanlage gekriegt oder was auch immer. Oder andersrum, die ist renovierungsbedürftig, hat halt negative Einflüsse und dann kannst du halt dann daraus der Algorithmus dann den Preis oder einen voraussichtlichen Preis ungefähr genauer berechnen. Genau, ja, mit den zusätzlichen, auf Basis dann der zusätzlichen Angaben vom Eigentümer ermittelt der Algorithmus dann einen genaueren Schätzwert dieser Immobilie. Der ist dann aus unserer Erfahrung eigentlich einer der so erstmal besten Werteindikationen, die ich kriegen kann, bevor jemand die Immobilie besichtigt. Also natürlich macht es immer Sinn, nicht die Katze im Sack zu kaufen, sondern vor Ort nochmal einen Augenschein zu nehmen. Aber klar ist auch, ja, es ist heute im Vergleich einfach mühselig, den Wert auch selbst der eigenen Immobilie zu ermitteln. Gibt da viele verschiedene Wege, keiner ist so richtig geeignet. So, und wir bieten da sehr, sehr ohne jegliche Zugangsbeschränkungen einfach einen Zugang zu einem initialen Wert und danach eben die Möglichkeit, auf dem Marktplatz wirklich zu interagieren und zu gucken, so, ne, gibt es Menschen da draußen, die bereit wären, diesen Wert auch zu bezahlen und oder sogar auch noch mehr zu bezahlen, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, so wie attraktiv ist meine Immobilie wirklich und könnte ich auch zu dem Wert, der sich hier ergibt, die Immobilie morgen veräußern und sozusagen meinen Investment an der Stelle dann liquidieren. Also verbringst du jetzt eigentlich doch dann die zwei zusammen, ne? Das heißt, du sagst auf einer Seite den Immobilieneigentümer, der einfach sich aufgrund der Daten, die er eingibt, einen ziemlich guten möglichen Verkaufspreis abbilden kann. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht Interessenten auf deiner Seite, der dann sagt, okay, ich habe ein Einkaufsportfolio, ich kaufe in der Region oder ich kaufe die Lage oder ich kaufe in dem Stadtteil ein. Und wenn beides matcht, dann könntest du ja quasi sagen, okay, ich habe hier einen Treffer, ne? Exakt, genau das ist der Fall, ja, weil natürlich auf der Kaufinteressentenseite oder Investorenseite ist das natürlich auch hochgradig interessant und relevant, weil wir ja an der Stelle Angebot und Zugang zu Eigentümern bieten, das es sonst nirgendwo gibt. Ja, also ich ist ja noch nicht, weil eben diese Immobilie nicht offiziell zum Verkauf steht, die ist nirgendwo gelistet, sondern so, das ist ein Eigentümer, der sich bei uns registriert hat, der
seine Daten zu seiner Immobilie eingegeben hat, vielleicht auch dann weitere Bilder hochgeladen hat, sein Exposé vervollständigt hat und Interesse hat, jetzt wirklich mit potenziellen Kaufinteressenten in Kontakt zu treten. So, und der ist erreichbar auf unserem Vormarkt und wird eben dann angesprochen von Kaufinteressenten, so, die nach klassischen Suchkriterien dann die Möglichkeit haben, eben in allen Wohnimmobilien, jetzt aktuell über 35 Millionen, zu suchen und ihr Kaufinteresse zu platzieren und Eigentümer proaktiv zu kontaktieren. Also endlich ist das eine neue Möglichkeit, wie ich akquirieren kann, weil ich habe ja immer das Problem mit dem Ankauf. In der Regel ist das ja, wir haben ja, das Problem ist ja oft immer, die richtige Immobilie zu finden und dann vielleicht auch zum richtigen Preis. Und das aber doch am besten im möglichst kleinen Markt. Ne? Also klar, die Objekte bei ImmoScout sind, da habe ich das Problem, da kann ja jeder weltweit darauf zugreifen, jeder kann weltweit Angebote drauf geben, habe ich also das Problem, dass wahrscheinlich der Preis enorm in die Höhe geht. Das hätte ich ja gar nicht, weil ich könnte ja in einem sehr frühen Stadium ja vielleicht schon den Eigentümer, der sich vielleicht nur interessiert, und vielleicht, das habe ich auch bei uns, wir sind ja auch als Makler auch tätig, wir haben das bei uns ganz oft, vor allem ältere Generationen, die Objekte, weiß nicht, schon da 30, 40, 50 Jahren besitzen, die haben Preisvorstellungen, wenn du denen sagst, was das Objekt wert ist, so wirklich auch nur einen dicken Daumen, dann sagen sie, nee, gibt es nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Dann sage ich ihnen, glauben Sie mir, wenn Sie mir 2 Tage Zeit geben, bringe ich Ihnen morgen oder übermorgen 3 Leute, die den Preis auf der Basis der Angaben bezahlen, ne? Verspreche ich Ihnen. Also deswegen, da hast du ja so oft das dabei und diese Leute können damit quasi ja alle einmal abfangen und dann quasi auf einem Nebenmarkt, wenn du es so haben willst. Also es gibt ja den Hauptmarkt für mich, ImmoScout, natürlich klar, ist so ein bisschen in der Region, wir sitzen im Ruhrgebiet, der Marktführer. Es gibt andere Regionen, da ist er nicht, aber hier ist er auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn eine Immobilie bei ImmoScout ist, hast du meistens nicht mehr so gute Karten, weil das einfach zu breit schon in der Öffentlichkeit ist. Und hier habe ich eigentlich den Vorteil, hier könnte ich ja sogar ziemlich exklusiv an ein Lead rankommen. Ne? Also Lead, wenn du bezeichnen willst, den Kontakt, ne? Den Verkaufsabsicht bei dem Eigentümer. Genau, also das ist, du spiegelst da das wieder, was auch wir, was auch unsere Erfahrung ist. Also das eine ist wirklich, dass vielen Eigentümern nicht bewusst ist, wie der Wert ihrer Immobilie aktuell ist. Eben weil es so, der Markt so intransparent ist und es eben nicht einfach ist, den Wert zu ermitteln. So kriegen wir auch ganz, ganz häufig das Feedback, wäre ich mir gar nicht bewusst oder hätte ich gerne früher gewusst. Das ist das eine. Und das andere ist in der Tat, dass wir sehen, dass es schon diese latente Verkaufsbereitschaft gibt. Also Menschen, die eben irgendwann anfangen, sich mit dem Thema Immobilienverkauf zu auseinanderzusetzen, aufgrund von einer speziellen Lebenssituation, sei es irgendwie Alter, Kinder aus dem Haus etc. oder sonstigen Dingen, so, die schon dann angesprochen von Kaufinteressenten mit einmal reagieren und sagen, ja, wir überlegen zu verkaufen, noch ist es nicht so weit, aber ich weiß nicht, in 6 bis 9 Monaten kann das relevant werden. So, das sind ja genau die Dialoge, die jetzt stattfinden und die für jemanden, der jetzt beim Kauf ein bisschen Zeit mitbringt und sagt, ich muss nicht morgen einziehen, sondern ich kann auch Ende des Jahres investieren. So, eine hochrelevante Information, weil genau diese Anbahnung eben diesen exklusiven Zugang ermöglicht. Ja, mega, habe ich auch gedacht. Also im Prinzip ist es eigentlich so ein Mid- bis Long-Term. Also wie gesagt, ImmoScout ist klar, ist schon ein Schaufenster. Das heißt, das Ding kannst du sofort kaufen und weiß nicht, nach 2, 3 Monaten, je nachdem, wie lange die Abwicklung dauert, ist das Ding halt übergegangen. Aber hier habe ich ja quasi, wenn ich meinen Ankaufs-Queue vielleicht füllen will, wenn ich einfach sagen will, okay, weiß nicht, ich habe jetzt EK über oder ich habe jetzt eine spezielle Situation, wo ich weiß, ich kann im halben Jahr Immobilie vielleicht schon mal organisieren oder sowas, das wäre ja genau das Richtige. Was ich aber sagen kann, ist jetzt wie gesagt nicht im Schaukasten, das Ding ist jetzt nicht sofort verfügbar, aber eventuell ist das so eine Sache, wo 6, 9, vielleicht 12 Monate, also so Richtung Mid- oder Long-Term, wo was eventuell der Deal schon mal vielleicht geclosed werden kann. Ich meine, man kann ja heute auch schon beurkunden und einfach den WÜ in 12 Monaten setzen oder sowas. Das ist ja auch durchaus möglich. Also das ist, das heißt, ich hätte mir dadurch Möglichkeit als Käufer durchaus schon so einen Ankauf über ein Jahr vielleicht schon mal aufzubauen, ne? Genau, also das ist deswegen, wir sind da als Vormarkt
sozusagen positionieren wir uns gerade, um genau ja, darauf hinzuweisen, dass es eben um die Möglichkeit geht, jetzt frühzeitig in Kontakt zu kommen mit Eigentümern und das, frühzeitig den Kontakt herzustellen, das Geschäft anzubahnen und sehen eben, dass das auf beiden Seiten sehr, sehr gut funktioniert. Ein Aspekt, der dabei noch wichtig ist oder den wir da auch ganz klar gelernt haben, ist, dass für die Eigentümer immer natürlich eine relevante Information ist, kann sich der Anfragen für die Immobilie auch leisten. Das heißt, das irgendwie zu bestätigen zu können, erhöht massiv die Chance, dass der Eigentümer sich dann eben auch meldet und sagt, ja, ich habe Interesse, weil ich es für eine relevante Anfrage halte. Okay, nee, macht ja durchaus Sinn. Also es macht ja keinen Sinn, mit jemandem zu sprechen, wo du nicht weißt, ob er es überhaupt bezahlen kann. Ne? Genau. Wir kennen das ja auch, wenn wir Objekte vermarkten. Meistens sind die Interessenten aus sehr, sehr direkter Nachbarschaft, sind meistens Touristen, sagen wir dazu immer. Die wollen immer nur sehen, wie wohnt der Nachbar, wie lebt es sich da und so weiter. Erfahrungsgemäß sind die Leute niemals die Käufer. Ne? Und daher, klar, natürlich ist es sinnvoll, dass man auch mit der richtigen Person spricht und dass man auch weiß, okay, der kriegt auch eine Finanzierung, auch in der Höhe. Ne? Das ist safe, gar keine Frage, ja. Das ist sicher, ja. Okay, das heißt also, euer Modell ist quasi, ihr connectet quasi die Leute, die vielleicht erstmal nur aus Neugier wissen wollen, was ist mein Objekt überhaupt wert. Ne? Und auf der anderen Seite kann ich bei euch auf der Seite so ein Suchprofil anlegen, wo ich sage, ich suche, keine Ahnung, mehr Familienhaus für eine Million oder wie funktioniert das ganz genau bei euch? Exakt, ja. Also ich kann als Suchender so eine Suchanfrage anlegen und sehe dann das aktuelle Angebot. Ich kann die auch abspeichern logischerweise und werde dann informiert, wenn ein neues Angebot da ist, was meine Kriterien matcht. Mhm. Wir haben darüber hinaus auch eine Funktion, die nennen wir automatisierte Eigentümeransprache. Das heißt, ich kann eben auch schon hinterlegen, dass ich Eigentümer, die sich registrieren und deren Immobilie zu meinen Suchkriterien passt, automatisch eine Nachricht von mir erhalten, um eben sehr, sehr früh sagen, den Fuß in die Tür zu kriegen als Kaufinteressent und damit ja gleich den Kontakt mit einem möglicherweise verkaufswilligen Eigentümer herzustellen. Das sind eigentlich die Angebote, die wir auf der suchenden Seite haben. Und danach im weiteren Prozess, klar, gibt es ein Communication Center sozusagen, wo ich dann direkt mit dem Eigentümer kommunizieren und interagieren kann. Und sollte sonst irgendwie Fragen entlang des Prozesses geben, stehen wir mit Tipps und Tricks und Rat und Tat zur Seite. Okay, cool. Das heißt also, ich habe sogar noch zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal mit der Suche, das ist ja nicht bei ImmoScout, wenn ich meine Kriterien habe, da kommt ein Match, kriege ich eine E-Mail, Achtung, hier neue Inserate oder neue Dings, kannst du direkt wahrscheinlich dann aufhören. Oder ich kann schon proaktiv hingehen. Das heißt also, wenn ich jetzt mich registriere und ich weiß, ich hätte jetzt ein, da würde es matchen, dann kriegt er sofort eine E-Mail von mir und sagt hier, bevor du mit anderen sprichst, denk doch mal an mich. Okay, also das ist ja wirklich so der Vormarkt. Das ist ja quasi hoch zwei, okay. Und dann verbindet die beiden dabei und das ist dann quasi auch Dienstleistung dabei. Das heißt, also du hast auf der einen Seite die Kontaktdaten und den Lead quasi, ne, wie die Lead-Verkäufer das auch machen, dass sie sagen, ich habe hier einen interessanten Käufer, der hat Verkaufsabsicht, 6, 9, 12 Monate, wie auch immer. Und auf der anderen Seite weißt du genau, da könnte es matchen, weil das seine Kriterien. Und er hat vielleicht einen Track-Record, wo er sagen kann, ich habe hier vielleicht eine Bank, die mir sagt, ich kriege pauschal eine Million bei denen oder zwei oder wie auch immer. Oder wo du weißt, er hat schon mehrere Immobilien vielleicht, die er nachweisen kann, dass du aber sagen kannst, das ist so, ja, letztendlich so ähnlich, wie so ein Makler das macht. Nur bei euch automatisiert, ne, ohne Zutun mit dem Algorithmus. Ja, und dann bieten wir für den Transaktionsprozess eben verschiedene Arten von Unterstützung. Einerseits eben das Produkt, den Marktplatz, wenn für die direkte Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien. Ich kann dann Besichtigungstermine ausmachen und am Ende gemeinsam zum Notar gehen sozusagen. So, wenn es in der Situation ist, wo ein Eigentümer sagt, ich möchte verkaufen, habe jetzt noch nicht irgendwie den passenden Käufer gefunden, dann möchte es aber selber machen, weil ich eben auch ja, Erfahrung habe ja vielfach dann, gerade wenn ich Investor bin, dann habe ich schon mal eine Immobilie verkauft, kann den Aufwand einschätzen etc. So, da bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe, also Unterstützung bei Vermarktung und Vorqualifizierung von Käufern. So,
für den Fall, dass jemand sagt, ich möchte verkaufen und sucht dafür einen Makler hier vor Ort, dann haben wir auch ein Maklernetzwerk, mit dem wir gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten und leiten dann den Eigentümer exklusiv an einen dieser Makler über oder empfehlen einen dieser Makler sozusagen exklusiv dann dem Eigentümer. So, und auf Käuferseite bieten wir ja Zugang zu unserem Partner Interhyp für die Baufinanzierung, der auch eben möglicherweise für die finanzielle Vorqualifizierung relevant ist. Das heißt, dass, wo ich mir auch früh in dem Prozess eben so ein Finanzierungszertifikat besorgen kann, dass ich einem Eigentümer belegen kann, dass ich ja folgende Immobilie im Wert von X mehr auch leisten könnte. Okay, verstehe, ja. Okay, also da heißt letztendlich wirklich, okay, connected hier wirklich, dann nicht nur der Kontakt wird hergestellt, sondern es ist ja komplett begleitet. Das ist also wirklich nicht nur, dass du sagst, okay, jetzt habe ich ein Match und hier Kontaktdaten von Person 1 oder von dem Absicht der Verkaufs- und der Kaufwillige, das geht noch darüber deutlich hinaus, ne? Genau, also wir wollen am Ende gerne einen Beitrag wirklich dazu leisten, dass es mehr Transaktionen am Markt gibt und dann auch an diesen Transaktionen am Ende mit verdienen, eben einmal durch die Lead-Überleitung an den Finanzierungsbereich oder eben auch an den Makler, wenn gewünscht, oder eben durch die eigene Dienstleistung in der Transaktionsunterstützung für den Eigentümer. Okay, ja, verstehe. Und was habe ich für Kosten? Womit muss ich rechnen? Oder wahrscheinlich Account kostenlos anzulegen, ne? Sucht ihr mit Sicherheit auch? Genau, also wir sind jetzt aktuell gestartet eben damit, dass der Marktplatz für beide Seiten erstmal kostenfrei nutzbar ist. Wir jetzt auch nur die direkte Unterstützungsdienstleistung dann, wenn gewünscht, im Transaktionsprozess beim Eigentümer in Rechnung stellen. Sollte es zu einer Überleitung eines Leads kommen an den Finanzierer oder eben an den Makler, so, dann haben wir da Einnahmen unsererseits, aber für den Nutzer ist es auch weiterhin kostenfrei. Okay, verstehe. Okay, also das heißt im Prinzip, verlieren kann ich ja eh erstmal nichts. Also einmal einen Account anlegen, eine Suchkriterien hinterlegen und einfach gucken, was passiert. Weil ich meine, man hat ja auf jeden Fall den Vorteil, man ist im Vormarkt und das Produkt ja von euch ja sehr frisch ist, habe ich ja noch den Chance oder die große Möglichkeit, aber dass vielleicht noch, dass noch gar nicht so viel auf dem Markt sind dabei. Das heißt, ich könnte noch wirklich mein Wunsch denken, exklusive Leads zu haben, könnte ich ja, je früher ich dabei bin, umso höher ist die Chance. Ne? Also kann man eigentlich nur sagen, unbedingt einen Account anlegen. Den Link dazu, auch zu einem Produkt und auch zum Login, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes oder halt in den Kommentaren auf jeden Fall dazu, dass man das möglichst einfach machen kann. Ansonsten, es ist ja keine Verpflichtung. Ne? Also wenn ich nichts abnehme und auch das, was du gerade nanntest an Kosten, wenn ich einen normalen Makler, je nachdem, 3% ist ja mindestens fällig, je nach Region auch mehr, ist das ja nicht der Rede wert. Und ich glaube, dass hier noch ganz klar noch der Vorteil ist, ich glaube, selbst bei dem regulären Maklerpreis hättest du hier noch den Riesenvorteil, dass ich im Vormarkt bin, ich kann meine Queue aufbauen, also ich kann also planen sogar, ich kann sagen, in 6 Monaten, in 12 Monaten kommen diese Immobilien auf mich zu oder die kommen wahrscheinlich in den Einkauf rein. Das ist ja alles, was noch außen vor ist. Und dadurch, dass ich ja nicht diese riesen, ich sag mal, Bieterschlacht habe à la ImmoScout, habe ich sogar noch die Möglichkeiten, dass ich im Einkauf noch vielleicht nicht in diesen extremen Hochbietwette reinkomme, wo ich dann sagen muss, okay, ich muss noch mal jedes Mal, wenn der Markt anruft, mal 5.000 drauflegen, damit ich weiter im Rennen bleibe oder sowas. Ne? Also leider das wäre es ja schon eigentlich aus meiner Sicht schon was wert. Ne? Von daher kann ich echt sagen, also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ich habe einen Account schon angelegt. Suche habe ich noch nicht angelegt. Das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich tun, nachdem wir jetzt hier das gleich hier beenden. Weil eine einfache Möglichkeit, das zu connecten. Also das Coole finde ich ja dabei, du hast ja wirklich ein mega frühen Stadium. Ne? Du hast jemanden, der vielleicht überlegt, was könnte ich? Ne? Der hat ja gar nicht noch, was will ich? Ne? Denkt man, könnte. Und wenn du dann jemanden hast, der vielleicht auf einmal sieht, seine Immobilie ist auf einmal 200.000 Euro mehr wert, als er sich jemals vorgestellt hätte oder sowas, dann kommt ganz schnell der Gedanke, okay, ich will. Ne? Und wenn dann noch der Richtige auf der Gegenseite da ist, da kannst du ja super schnell handeln. Ne? Also das ist echt, das finde ich echt total cool, dass du wirklich in einem sehr, sehr vor Stadium jemanden schon abholen kannst und dadurch halt schon
ja, wie gesagt, nicht erst in den richtig breiten Markt reingehst, ne? Weil das Problem ist ja immer der Ankauf. Und wenn ich in einem Markt bin, je mehr Markt oder Mitbegleiter ich habe, umso kaputt ist der Preis nachher im schlimmsten Fall, ne? Das ist ja echt, das ist das Coole hier bei euch auf jeden Fall. Das hört sich echt spannend an, ja. Ja, wir freuen uns, wenn es vielen Menschen dient und viele Menschen mitmachen. Und wenn wir damit ein bisschen diesen Markt besser erreichbar, erschließbar, effizienter machen können und am Ende dazu einen Beitrag leisten, dass es ja mehr Transaktionen gibt insgesamt als bisher in diesem doch sehr tradierten, intransparenten deutschen Immobilienmarkt. Ja, das kennst du ja selber. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, keine Branche, die so viel Allergie gegen Digitalisierung hat wie die Immobilienbranche. Also, die ist ja, ne? Das ist halt nun mal so. Das ist digital und neu und modern. Das will, glaube ich, wie kaum jemand irgendwie groß bei Immobilien. Ist halt irgendwie total out. Und von daher, spannendes Produkt auf jeden Fall. Echt cool. Aber was ich mich frage, das habe ich gerade auch kurz im Vorgespräch ja kurz gesagt gehabt. Wie ist denn so die Annahme von dem Produkt? Insbesondere, also ich glaube, dass es viele gibt, die das richtig cool finden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass erst recht in Deutschland sowas wie Datenschützer mit Sicherheit sagen: Oh mein Gott, da könnten jetzt mein Nachbar könnte erfahren, was meine Immobilie vielleicht mal für einen Schätzwert haben könnte, was auch so könnte, gar keine Frage. Ne? Geh nach ImmoScout, google eine Adresse und dann hast du auch den ungefähren Marktpreis. Also ist nicht mehr, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass sie das ja so plakativ macht mit diesem Fähnchen drauf und dann noch einen Preis drauf schreibt, dass sie da mit Sicherheit eventuell auch dann den einen Datenschützer hat, der sagt, oh mein Gott. Also grundsätzlich ist natürlich das Thema Daten für uns ein ganz zentrales, ja, und ist es uns eine absolute Priorität, dass jeder Herr über seine Daten ist. So, deswegen, wir sind natürlich DSGVO-konform mit unserem Modell und legen dann auch einen großen Wert drauf. So, was die Kundenreaktion anbelangt, so sehen wir eigentlich jetzt nicht einen besonders großen Aufschrei, sondern eher eine umgekehrt eine sehr intensive Produktnutzung. Und ich habe als Eigentümer ja auch die Möglichkeit, mit denen meine Immobilie sagen, in Besitz zu nehmen, weitere Daten einzugeben, den Schätzwert verbessert zu erhalten. So, und dann auch zu entscheiden, dass ich die Anzeige auf der Karte ausblende. Also auch diese Ach so, Möglichkeit bieten wir. so wie Google damals auch gemacht hat mit dem Verpixeln von den Ja, Streams. sogar noch anders, dass ich das Produkt für mich selber als Eigentümer nutze, auch ein Update zu der Wertentwicklung jeweils erhalte, nur die Anzeige auf der Karte sozusagen ausblende. So, und wir darüber hinaus bieten wir natürlich auch die Möglichkeit für diejenigen, die das gar nicht wollen, dass wir einfach die Daten löschen. Ne? Also ich kann dem Ganzen widersprechen und dann löschen wir. So, genau, ein Prozess, der auch funktioniert. Aber wie gesagt, von der Nutzung her jetzt seit dem Launch im November sind wir sehr zufrieden, wie das Produkt angenommen wird, wie die Nutzerzahlen steigen tagtäglich und sehen uns darin bestätigt, ja, dass so, wir was haben, was ja für Eigentümer und auch für Kaufinteressenten einen Mehrwert darstellt und freuen uns dran, wenn sich ja beide Parteien auf unserem Vormarkt treffen und genau wie du es beschrieben hast, so sich da gegenseitige Möglichkeiten ergeben, Transaktionen abzuschließen, die es sonst nicht gegeben hätte. Ja, nee, super, finde ich mega. Ich habe auch kurz erwähnt gehabt im Vorgespräch, ich habe ja selber mal ein Unternehmen in Texas gegründet, in Amerika. Und wenn du da, also es war ja wirklich, ich konnte alles remote machen, ne? Wenn du einmal mit Amerika geschäftlich zu tun hattest, ne? Selbst der Notartermin war wie jetzt hier per Webcam, ne? Ich musste meinen Ausweis hinhalten, dann hat die verglichen, dachte okay, ne, und so weiter. Und dann habe ich innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube 8 Minuten habe ich eine Remote Notary Service für $15 in Anspruch genommen und ich konnte damit Grundstücke kaufen in Amerika, ne? Also, oder wenn du Zillow kennst, das ist ja deren Immo-Scout. Da stehen sogar, ich kann sogar von hier, wenn ich einen Zillow-Account habe, den ich auch von Deutschland aus erstellen kann, kann ich ins Grundbuch reingucken. Ne? Also ich finde dann, das ist so typisch deutsch, diese Datenschutz, und oh mein Gott, und dann könnte jemand wissen, was meine Immobilie vielleicht wert sein könnte und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier Gegenwind gibt. Aber wenn man es mal kennt, wie es sein kann, wenn sowas mal geschäftlich funktioniert, ne? Das ist echt mega. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass er in Deutschland sagt, ja, nicht so viel oder bei einigen vielleicht nicht so viel Gegenliebe kriegt, aber da habt ihr genau den richtigen Weg, genau wie Google gemacht hat, dass du sagst, okay, verpixel das Ding, wenn du es halt nicht haben willst, kommst du halt raus, ne? Und dann ist halt auch gut, ne?
Aber wie gesagt, cooles Ding. Also was mir die ganze Zeit im Hinterkopf bleibt, ich habe gestern noch ich weiß ja nicht, durch Zufall, die Connecting the Dots von Steve Jobs, kennst du sicherlich auch, seine Rede ja dazu. Und das fällt mir andauernd ein bei eurem Tool, Connecting the Dots. Also du verbindest ja quasi den in einer sehr frühen Vorstufe, der überlegt, was könnte meine Immobilie wert sein, und den anderen, der sagt, ich hätte voll Bock auf die Immobilien in dem Gebiet, mit den Regionen, und die verbindest du da quasi. Und deswegen gesagt, also die ganze Zeit habe ich irgendwie so Connecting the Dots als Hinterkopf dabei. Aber halt als Unterschrift dabei bei der Folge, weil das ist ja letztendlich das. Du bringst wirklich die zwei Interessenten, du hilfst quasi beiden Parteien dabei. Ne? Ja. Du hast eine Person, die auf einmal feststellt, oh mein, kann ja deutlich mehr Nachfrage sein, als ich bedenke. Viele haben auch gar nicht so diesen Run und diesen Hype um Immobilien gerade mitgekriegt. Erst recht, was wir feststellen als Makler, die ältere Generation, ich sag mal so alle Leute, so 60, 70, 80 Jahre in der Region, die haben nicht mitgekriegt, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Ne? Und hier im Ruhrgebiet, 90er Jahre war es so, du hattest die geilsten Immobilien, super in Schuss, mega fresh, und die hast du nicht weggekriegt, ne? Weil einfach ein Überhang da war. Und seit Mitte der 2000er hast du ja genau das Gegenteil. Der Markt ist komplett gedreht. Es gibt ja zu wenig Immobilien, und das haben ja viele gar nicht mitgekriegt. Ne? Und wer seit letztes Mal in den 90er Jahren oder 80er Jahren den Immobilienmarkt beobachtet hatte, der kann sich gar nicht vorstellen, dass er auf einmal 100, 200, 300.000 Euro mehr wert ist, als er sich vorstellen kann. Und das ist dann vielleicht auch ein guter Grund, wenn man sofort sagt, oh mein Gott. Ne? Und wenn dann einer zeitnah noch kommt, ne, mit eurem Plus-Service, der dann auch sagt, hier, lieber Interessent, ich habe gesehen, Objekt gefällt mir, lass uns mal sprechen, ne? Ist ja super abgeholt. Also das ist immer, ich finde immer geil, wenn so ein Produkt hast, was hilft, ne? Also was Mehrwert stiftet. Ne? Und wie gesagt, ich finde, das passt echt gut zusammen. Ja, freut mich. Aber es deckt sich auch mit dem Feedback, was wir von unseren Kunden kriegen. Ja, die spiegeln das genauso wieder, dass so diese Transparenz, die wir schaffen, eben zum beiderseitigen Wohl ist, sowohl dem Eigentümer hilft, sich gut zu informieren über sein ja häufig größtes finanzielles Asset. Ja, ich kenne das als Anleger, kriege ich irgendwie taggleich, kann ich mir die Kursinformationen ziehen und gut informiert Entscheidungen treffen, ob ich kaufen oder verkaufen will. So, zu meiner größten finanziellen Anlage in vielen Fällen tue ich mich da unglaublich schwer. Und natürlich ist dann nochmal über so eine Einschätzung von einem Algorithmus oder auch einem Makler oder einem Gutachter hinaus ein wirklicher Test auf dem Marktplatz, vor Marktplatz, eine andere Qualität von Informationen, wenn ich wirklich jemanden habe, der sagt, ich habe wirklich großes Interesse an dieser Immobilie und wäre bereit, folgenden Preis zu bezahlen. So, das ist nochmal eine andere Qualität. Und wie du sagst, diese beiden Seiten zusammenzubringen und dann eine Plattform zu haben, zu ermöglichen, dass sich daraus dann ein guter Deal für beide Parteien entwickelt, ist die Grundidee. Und da sehen wir uns jetzt gut auf dem Weg, dann einen neuen Marktplatz im deutschen Immobilienmarkt zu etablieren. Ja, super, mega. Echt cool. Also das gefällt mir echt super cool. Ich finde euch wo? Unter www.scopperty.de und dann einfach zum Beispiel Adresse eingeben. Dann findet jeder da seine Immobilie. Genau, ich glaube, im Hintergrund ist ja auch das Bild der Startseite. Also im Prinzip habe ich heute direkt Korrekt. So ein großes Suchfeld, wo ich ja quasi direkt Adressen eingeben kann. Und dann kann ich direkt dementsprechend sagen, ich möchte jetzt die Straße, da geht auch Hausnummer genau, habe ich auch probiert. Ja. Ich habe aber übrigens geguckt gehabt, auch in der Immobilie, wo ich gerade bin, würde mich jetzt rein interessieren, wo kriege ich denn die Preise her? Weil da waren die Preise waren ziemlich gut, auch mit dem, was ich selber gekauft hatte. wenn du so ein Produkt siehst, man vergleicht erstmal. So, ich habe direkt zwei Immobilien angeflogen, die ich selber gekauft habe. Eine habe ich jetzt hier im Objekt, wo ich jetzt gerade sitze, ich glaube vor 8 Jahren gekauft, eine Eigentumswohnung. Und ich habe jetzt ein Haus angeflogen, was habe ich jetzt zum 1.1., also 12.01. diesen Jahres, wie gehabt, habe ich angeflogen. Da hat das nicht so ganz gepasst, aber hier im Objekt hat das total gut gepasst. Genau, also wir arbeiten mit der Firma Sprengnetter zusammen, Marktführer für Immobilienbewertung in Deutschland. Nutzen deren Modell, das wir jetzt gemeinsam weiterentwickeln, und haben damit die Grundlage sozusagen für die Ermittlung unserer Schätzwerte. Ja, okay. Weil ich habe überlegt gehabt, was ich jetzt vermutet hatte, die Grundstücksmarktberichte. Es ist ja so, dass ja jeder Kauf wird ja erfasst,
Und es gibt ja einmal im Jahr in den größten Regionen und zumindest auch da, wo halt dementsprechend auch, also jetzt alle Dörfer und so weiter ausgenommen, aber größeren Städten haben ja so einen Grundstücksmarktbericht, da hast du ja auch dementsprechend, wie viele Käufe gab es in welchem Stadtteil, dann ist das runtergebrochen mit den Quadratmeterpreisen und so weiter. Ich hätte jetzt vermutet, dass Sie aus der Region Gutachterausschüsse dann euch eure Daten ziehen, aber ich glaube, Sprengnet hat die, glaube ich, mit dabei. Ja. Genau, da ist eine gute Grundlage, den Algorithmus zu trainieren. Und so, wir sind mit den Schätzwerten insgesamt sehr zufrieden. Ja, also gerade wenn der Eigentümer weitere Daten zu der Immobilie eingegeben hat, sind wir davon überzeugt, dass dann ein Wert sich ergibt, der eine sehr, sehr gute Indikation ist. Wahrscheinlich erstmal so die beste, die ich kriegen kann, bevor jemand jetzt die Immobilie besichtigt. Und so natürlich, so wenn mit weiterer Nutzung des Produktes je mehr Menschen mitmachen, umso genauer werden auch wir in der Lage sein, dann die Schätzwerte sozusagen zu prognostizieren. Aber genau, ich glaube, es ist ein guter Start für jetzt dann die Interaktion zwischen beiden Parteien. Absolut, absolut. Also echt mega. Finde ich echt cool. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, meldet euch da an. Es kostet nichts, der Account ist kostenlos. Das heißt, im schlimmsten Fall habt ihr euch registriert und eine Suche angelegt und vielleicht kriegt ihr ein Match. Wer weiß, ne? Früher oder später wird er wahrscheinlich zutreffen. Kann ich absolut empfehlen. Ich habe auch schon meinen Account angelegt. Also ich finde es echt cool. Mich würde es echt freuen, wenn ihr da auf jeden Fall ziemlich schnell dann weiter so rasant wachst, wie jetzt schon im Wachstum seid dabei. Ihr sagt ja, darf man eigentlich Startup zu euch sagen? Nee, ne? Kann man. Also wir sind auf jeden Fall im Aufbau. Insofern auch nochmal, wenn irgendwie was nicht passen sollte, wenn es irgendwie Rückmeldung gibt. Natürlich freuen wir uns immer über Lob, aber wir sind auch sehr dankbar für Hinweise, falls irgendwelche Dinge noch nicht passen. Man kann uns erreichen, auch mit uns telefonieren. Also es ist nicht nur ein rein digitales Angebot, sondern hier sitzen auch Menschen dahinter und echte Experten. Insofern, genau, freuen wir uns auch immer über Hinweise, was wir noch besser machen können. Und klar, sind im Aufbau. Super, mega. Du, Michael, hat mich echt sehr gefreut. Echt ein spannendes Produkt, was ich auf jeden Fall selber auch nutze und jetzt nochmal sehr, sehr detailliert nochmal auseinandersetzen werde, weil ich werde auf jeden Fall gleich mehrere Suchen anstellen und auf jeden Fall speichern, weil der Vorteil, den du dadurch kriegen kannst, der ist ja nachher unbezahlbar. Ne? Das kann ja echt echt Gamechanger werden. Von daher bin ich echt sehr gespannt, wie es weitergeht. Mich hat einmal sehr gefreut, dich einmal persönlich kennenzulernen und vor allem das Produkt nochmal einmal von dir nochmal erklärt zu kriegen, was dahinter steckt. Und wie gesagt, mir fällt echt nur ein Connecting the Dots. Also ne, ich bringe jemanden in sehr frühen Phase, der eventuell noch gar nicht mit dem Gedanken spielt. Erst wenn er vielleicht Tatsachen sieht, mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie vielleicht auch doch zu veräußern. Und auf der anderen Seite habe ich schon vielleicht schon die, ne, die schon darauf warten und sagen, komm, nimm ich. Echt mega, echt cool. Also hätte mich sehr gefreut. Mich würde es freuen, wenn wir auf jeden Fall nochmal voneinander hören. Vielleicht hast du mal irgendwann Zeit und Lust, dass wir vielleicht mal so eine Recherche vielleicht machen könnten, das einmal kurz vielleicht so am Browser mal irgendwie das mal durchführen, wobei es eigentlich selbsterklärend ist. Ne? Also ich glaube, ich habe es ja selber auch gesucht, also wer Immoscope bedienen kann, wer googeln kann, der kommt aber euch zurecht. Genau, und wenn nicht klarkommt, meldet sich bitte gern. Super. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für deine Zeit. Sorry, jetzt habe ich mich vom Doktor blenden lassen. Ja, danke dir, Christian. Alles klar, Spaß gemacht. Danke, gute Zeit und ich wünsche euch echt viel Erfolg. Und ich lege mir jetzt auf jeden Fall einen Account nochmal an, beziehungsweise ich werde den auf jeden Fall suchen anlegen jetzt. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Danke. Ciao, ciao.